Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit Marius Golf und es ist tatsächlich Farbe drauf. Ja, wer hätte es gedacht? Aber Max hat Gas gegeben und alle anderen Beteiligten. Komm mal rüber, Max hier. Der ist schon wieder aus dem Bild gelaufen. Moin. Da habt ihr wirklich die letzten Wochen Vollgas gegeben. Gas gegeben. So, ja, dass er so weiß, das kann man selber kommen, glaube ich, Marius. Ne? Ja, aber es war jetzt auch stundenmäßig wirklich dann auch genug. Also mehr. Ich war wirklich, ich glaube, es gab keinen Tag, wo ich nicht hier war. Ne? Ja, stimmt. Waren ja nur 3 Tage jetzt rum. Ich bin jetzt so schnell, jetzt gar alles weg. Ich müsste meine Frau jetzt fragen, aber es war. Auf jeden Fall habe ich mir so nicht vorgestellt. Aber der Innenraum war halt auch einfach der Endgegner. Aber es ist vollbracht, weitestgehend. Bis auf ein bisschen Finish, paar Kleinigkeiten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seit unserem letzten Video ist der Fortschritt und das Ergebnis aber schon krass. Wie lange ist das letzte Video her? 2 Wochen? Nein, also so generell. Ich sag mal, es waren ja höchstens 2 Wochen. Ne? Ja, wir können euch jetzt nicht alles zeigen, weil es ist natürlich Rathaus, Unterboden, alles durchlackiert. Das können wir jetzt schlecht in dem Moment zeigen. Aber wenn man hier so reinguckt, ich rede ja immer so schön von dieser weißen Badewanne. Es ist halt wirklich eine weiße Badewanne. Ne? Also klar, hier ist jetzt schon das erste Kohlefaser schon wieder drauf. Ja, und das musste einfach das. An der Stelle. Ja, Alex vor 3 Wochen geschickt und ich musste jetzt einfach mal die Sau. Hat Alex Chromfabrik nochmal schnell ein paar Deckel ausgeschnitten. Sieht fett aus. Ja, es sind bestimmt noch. Hier und da Macken, so, ne? Aber man muss auch einfach irgendwann ein Ende finden und du sitzt da halt irgendwann so nach einer Woche drin und denkst, Alter, wofür mache ich das? Man sieht irgendwann nichts mehr, ne? So, das ist schon echt. Ja. Es war schon echt, der Innenraum war schon echt wirklich Wahnsinn. Ja, gerade weil im Käfig und so war es. Genau, der Käfig und halt mein ganzes zugeschweißtes Zeug, das war halt wirklich Wahnsinn. Ne? Das heißt, wie viele Durchgänge sind hier auch im Innenraum ungefähr drauf? Also Durchgänge im Sinne von Spachteln, Schleifen, Füllern, Spachteln, Abkleben, Schleifen. Ja, was haben wir denn? 3 Durchgänge haben wir. Ja, 2 Durchgänge. Und das für den Innenraum halt, ne? Ja. Da war wahrscheinlich die Außenhaut am Ende einfach. Ja. Ja. Also da sind jetzt auch nicht 3 Schichten übereinander einfach nur stumpf. Da ist natürlich immer wieder abgeschliffen, aber du siehst halt irgendwann einfach nichts mehr. Also pustest du wieder einmal aus, haust wieder einmal Füller rein. Und so Beule vom letzten Mal auch weg. Der war auch weggezaubert. Der Philipp hat es ja nicht geglaubt, dass er fertig wird, ne? Er war so ein bisschen skeptisch. Wobei ich zwischenzeitlich auch echt skeptisch war, ob ich das mir wirklich antue. Ja, es war ganz schön, es war viel Arbeit. Und, also, aber jetzt, wenn du so vorstehst, Marius? Ja, mega. Absolut geil. Also das Auto war ja nie so gut in meinen Händen, ne? Deswegen ist es schon echt was. Ich finde immer, ein frisch lackiertes Auto ist eh, also es gibt keine Autos, die so gut sind wie ein frisch lackiertes Auto. Weil so dieses Lackbild bis in die letzte Ecke, fein sauber und so weiter, kriegst du halt nur hin, wenn du es so radikal zerlegst und lackierst. Ne? Ja, selbst, ich finde selbst, es ist was anderes, wenn du ein Auto nur außenrum perfekt lackieren lässt, ist dieses Gefühl, wenn du davor stehst und alles lackiert, ist halt einfach immer nochmal geiler. Ja, es war halt immer so, du hast einen Teppich mal hochgenommen oder so, weil du einen Kahlbaum wolltest und du hast immer gesteckte Laute bekommen, wenn du das gesehen hast. Ja, es war einfach nicht schön, so muss man einfach so sagen, mit den Bitumen drin und so. Und jetzt ist ja wirklich schon toll. Also ich muss auch vielen Dank nochmal an Mike, der hat auch alles gegeben. Der war auch noch 3-mal hier oder so, ne? 2-mal war er hier. Dr. Kleb und dicht. Also ich habe alle ausreichend eingespannt die letzten 2, 3 Wochen. Ja, und Motorraum ist jetzt auch endlich so, wie Du hättest. Ne? Wobei der ging noch, weil man konnte sich mit dem Stuhl so in der Mitte setzen, ne? Und dann einfach so, die Kunden kamen hier rein und raus und Max kam nochmal wieder so ran, hat gelacht, ist wieder weggegangen. Bisschen schwarze Dose reingesprüht. Ja, und dann auch da halt einmal Füller rein, wieder schleifen. Also auch da, wenn du jetzt mit dem kessischen Auge, wirst du da jetzt irgendwo was finden. Aber es ist für das, wo wir eigentlich herkommen, finde ich es sehr, sehr gut geworden. Ja, nee, ich finde es auch geil. Nee, ist gut. Also ich bin auch positiv überrascht. Krass ist auch, wie gelblich das Weiß dann doch wieder ist. Ja. Bin mal gespannt, wenn der neben dem Abarth steht. Ich glaube, das ist ziemlich ähnlich. Also hier ist auch so ein bisschen creme, ne? Ja, ein bisschen gut. Also der ist schon richtig, richtig cremig. Ja. Saftig. Ja, cremig passt ein bisschen. Ja, es waren ja auch viele Leute, die gefragt haben, warum ich nicht Permutt, Weiß, Käfig, Orange, all solche Sachen waren da ja bei Instagram. Also Geschmäcker sind verschieden am Ende des Tages. Aber wenn ich jetzt hier drin gerade einen orangen Käfig mir vorstelle, weiß ich nicht, ob das gut ausgesehen hätte. René will sein Käfig auf jeden Fall noch aufmachen. Ja, es kommt immer so aufs Konzept an, aber hier drin, es kann halt auch schnell so nach Müllauto aussehen mit dem Orange. Halt, das ist, Orange ist ein gefährlicher. Ja, ja, also Müllauto im Sinne von hier so Müllwagen, meine also ich. Also ne? je mehr ich Orange feiere, Messeteppich in Orange und so weiter, Käfig in Orange ist auch eine Sache, die würde ich niemals machen. Ja, ich bin ja auch einer, der ich würde so, ne? Weil ich nicht so, lackieren, so Felgensterne, Bremssättel, das sind aber alles ist halt so Sachen, zeitlos, ne? Die sind cool. Das ist halt. Aber so ist halt. Also es gab ja auch Überlegungen, das analog dem Abarth matt schwarz zu machen. Oder wie sagt man, seidenmatt oder sowas. Ne? Aber ja, wir hätten hier halt nicht so eine schöne Trennung auch hinbekommen wie im Abarth, weil es halt eingeschweißt ist. Du hättest das, glaube ich,
hätte nicht schön ausgesehen. Nee, also, das stimmt. Nee, du hättest halt irgendwo die Stelle gehabt, wo man jetzt gerade beim Arbeit draufgucken dann einfach sieht, es ist aufgeschraubt. Ja. Und da hättest du so dann die Naht abgeklebt, dass unten weiß, oben schwarz wird. Ja. Also ich bin eigentlich happy so, wie es geworden ist. Ist natürlich jetzt krass weiß, aber wenn da so ein paar Kontraste dazu kommen, glaube ich. Nee, ich denke auch, alles richtig gemacht, das ist schon... Schon geil. Jetzt müssen wir als allererstes passend zu uns das Ding einmal durchwiegen, weil wir waren ja damals bei Alex Schwan und da ist ja dieses legendäre Video entstanden, wie das Ding einfach mal 32 Kilo leichter war. Was bis heute keiner glaubt. Ja. Es waren tatsächlich 32 Kilo, die runtergegangen. Jetzt ist die Frage, wie viel Kilos wieder draufgegangen sind. Ein Punkt, der jetzt halt noch nicht dabei ist, ist Hohlraumkonservierung. Genau. Hätte ich jetzt auch nochmal angesprochen, da gehen bestimmt auch nochmal 2-3 Kilo Material rein, weiß ich nicht. Ja, je nachdem, wie du das Ding halt voll siffst. Ich wüsste nicht, wo der rosten soll, aber... So ein bisschen A-Säule und Schwelle. Radläufe hinten so werde ich schon ein bisschen was machen. Weil 2-3 Kilo Max ist schon ganz schön viel. Ja, dann 1-2 Kilo. Habe ich jetzt gerade kein Verhältnis zu, wie das. Aber so einmal die Längsdickereien abdrücken, rausziehen und so, das werde ich schon einmal machen. Das kommt ja auf jeden Fall noch. Und als du das Auto hergebracht hast, hat er wie viel gewogen? 218. Wir haben es da vorne aufgeschrieben. 218 Kilo, okay. Das heißt, wir müssen jetzt allererst die Plattelader hinten noch einmal rausnehmen, weil die war ja nicht drin. Und dann können wir das Auto hier draufheben. Was schätzt du, wie viel Kilo also draufgehen? Keine Ahnung, ich kann es echt schwer sagen. Also ich schätze so vielleicht 5. Echt so wenig? Echt so wenig. 5 oder 10. Boah, nee, hätte ich schon mehr geschlagen. Ja, schätzt du mehr? Wie viel Liter sind auf die Kiste drauf? Also wir alles haben jetzt zusammen? Farbe waren es grob, ja, mit Overspray und so, was hast du vielleicht 2,8 Liter innen und außen mit Käfig. Echt gut, so nee, wenig? Käfig, ja, nee, 2,8 waren Innenraum und außen und halt, wie viel 2 Karten war. Ein halben oder ein Liter oder zwei? Ein Liter, ne? Aber den haben oder zwei? Ja, lass es 3 Liter. Also 3 Liter. Das ist aber eigentlich krass wenig, oder? Ja, weil wir halt schon weiß haben. Wir hatten halt einen weißen Untergrund. Deswegen weiß. Brauchst du halt nicht so viel Farbe. Genau, aber da kommt ja dann nochmal dazu der. Gut, Klarlack kommt jetzt noch drauf. Ne? Klarlack hatten wir circa 3 Liter. Ja, aber guck mal, dann sind wir mit Füller und so, ja, recht schon Richtung 10 Kilo Material. Ja, gut, kommt hin. Ne, aber dann ist ein bisschen Verdünnung, Verdunstung. Ja, genau. Und dann lass es vielleicht 20 sein. Also wenn ich hoffe, dann wird das schon. Deine Sprünge sind auf jeden Fall nee, 5, 10, 20. Ja. Nee, aber wenn ich mal so Liter zahlen. Ich versuche Ihnen, dass er nicht gleich einen Herzinfarkt kriegt. Nein, ach. Ich hätte es nicht schön haben, ich hätte jetzt niemals irgendwo Farbe gespart. Genau, also ich würde bei der Lackierung das auch immer sagen, einige sagen ja, lass gleich ein Blankkette in KTL. Ne? Ja, klar aber ist am leichtesten, aber ich sage auch immer, lieber die Optik und fertig. Ne? So, komm her, das macht den Kuchen nur ja, vorne. Lass uns mal hinten zuerst, weil vorne geht einfacher. Gleich sind es 30. Eine Zeit, glaube ich, immer 0, weil es gestellt ist. Jetzt sind wir allerdings noch nicht so weit, wie wir sind, weil... Wo wir das Auto legen, Marius? Ja, direkt rein. Sind wir auch wieder witzig, es werden bestimmt wieder einige Leute schreiben, wir hatten wieder Rechenfehler, Messfehler, wie auch immer, aber bisher ist uns wirklich noch kein einziger Fehler unterlaufen. Weil, ja, und wir diskutieren dann auch täglich über diese ganzen Gewichte, da passiert kein Fehler bei. So, okay, mit wie viel Kilo haben wir es hergebracht? 218. Gut, ne? Das ist in Ordnung. Ist ja, schon, das schon nicht sicher, er guckt lieber mal. Ja, nee, es waren 218. Nee, es sind tatsächlich nur 7 Kilo drauf. Boah, krass. Das ist sie. Boah, sind da 5 Kilo? Ja, so, also, weißt du Bescheid. Der Fachmann hier. Haben wir falsch gelegen. Alter, 5 Kilo ist gut, ne? Oder? Also 7 sind jetzt drauf, ne? Ja, 7. 7 Kilo, ne? 7 Kilo. Krass. Gut, die Flatter, ja, die Waage kommen auch die 20 Kilo her, ne? Aber ja, ich hätte nur gedacht, weil wir haben auch schon auch hier und da ein bisschen gespachtelt. Ja, ne? Aber du schleifst ja bestimmt, wenn du spachtelst, hast du ja gesehen, wie das immer staubt. Du schleifst ja die Hälfte erstmal wieder runter, was du aufgezogen hast. Wir haben extra den Helium-Spachtel genommen, ne? Ja, wir sind dünner. Das heißt jetzt, dass das in Anführungsstrichen fertige Auto, sagen wir nochmal 2 Kilo Hohlraumzeugs, kommt da nochmal rein, bist du bei 227. Als wir das Auto von Schwan abgeholt hatten, waren wir bei 100, ich habe es hinter dir aufgeschrieben. 172, ne? 176. 176. Nee, 176 Kilo, jetzt gibt es wieder ganz viele Zahlen, ihr werdet alle durcheinander kommen. Deswegen Kurzfassung, 176 Kilo wog das Auto entlackt mit ein bisschen Blech dran. Jetzt wiegt es 225 mit Zelle und ein und lackiert und zusammen. Genau, ich habe einen Zwischenstep halt nicht gewogen und das ist hier nochmal diese beiden Streben und die Dachstreben danach. Genau, das hatten wir halt dann nicht mehr, weil es eigentlich auch egal ist. Also Fakt, das zählt das, was da jetzt draufsteht halt. Ne? KTL haben wir auch nicht gewogen, wie viel draufgehen und so weiter. Wie viel Müll waren das? Fakt ist auf jeden Fall, es sind jetzt 7 Kilo Lack und Abdichtung drauf und das finde ich auch ist wirklich wenig. Ja, aber Mike ist auch ausgerastet, weil ich immer sofort hinterhergewischt habe, damit es nicht so dick wird. Also der... So, da ist es schon.
für Steinschlagschutz in die Radhäuser gespritzt und so, ist aber echt nicht schlecht. Gut, ja. Also ich hätte jetzt auch, ja, ein Kilo ist nicht viel, ne? Ja. Der Steinschlag des Radhäusers ist genau, leider nicht dabei. Der zählt da jetzt nicht mit rein, weil, ist mir gerade, nachdem ich fertig war, eingefallen, weil das habe ich leider nicht gewogen. Also 2018 war an die Lass das vielleicht. 3-4 Kartuschen waren das, lass das nochmal ein Kilo sein. Kilo vielleicht, ne? Lass in Summe alles 10 Kilo sein, dann ist man schon fast. Ist man schon gut dabei. Ja, geil. Haben wir den Step auch schon mal erledigt? Jetzt wisst ihr mal so grob, wie viel Lack auf so ein Ding drauf geht. Weil hier konnte man es ja wirklich ganz gut beurteilen. Wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt steht das Auto hoffentlich auf Eismonde schon. da würde ich gerne noch ein paar Akzente für setzen. Der Ron hat mir so einen geilen Sitz gemacht, beziehungsweise den Sitz so cool bepolstert. Ich würde gerne so ein bisschen Carbon oben, Carbon unten. So ein paar. Das machen wir jetzt auch als erstes. Mit. Ah, die Platte dann selber rein. Ja, die geht ein bisschen, das ist so auch noch nicht montagefertig, aber es wird schon. Weil bei einem weißen Auto ist immer das Krasse, wie so ein paar Teile gleich immer wieder ein ganz anderes Auto rausmachen. So, da muss Mike schon wieder zum Einkleben vorbeikommen. Ja, ich habe neulich schon mal erwähnt, du bist nicht los, aber es hat dann doch nicht gepasst, weil das Dach auch noch muss. So, und Step 2. Artyom hat tatsächlich wieder ein Dach fertig bekommen und jetzt kommt mir auch das Carbon rein. Hat Artyom was gesagt, wie weit er mittlerweile so eine Deckung ist? Also wenn der Wunsch da ist, kann er welche binnen 6 bis 8 also, Wochen machen. Wenn ihr Bock auf ein Golf 2 Carbon Dach habt oder diese geniale zweckentfremdete RS4 Limo Reserverad Mulden Delete Platte habt, müsst ihr einfach mich oder Artyom kontaktieren. Dann gibt's auch das Zeug. Wobei die eigentlich echt ganz gut für Golf 2 passt, nur jetzt meine Käfigstreben, die haben das jetzt ein bisschen erschwert. Aber sonst passt ja eigentlich ganz gut. So, aber jetzt können wir nämlich das Ganze nochmal so ein bisschen angucken hier. Ja, das ist natürlich jetzt 30 Klemmzangen und so, dann... Nee, aber ich meine jetzt mehr so, wenn du jetzt von hier so guckst, was hast du? Ich find's fett. Ganz geil aus, oder? Richtig groß, ja. Das ist doch was. Passt optimal mit Weiß zusammen, ne? Sehr genau. Mich erinnert Carbon noch immer leider ein Auto und das ist von ADT, der Golf 1. Der war immer so der erste mit diesem Carbon-Dach in sich, Carbon irgendwie, ne? Stimmt. Wobei es von der Bearbeitung her auch echt, da habe ich, also die Nerven, die Max dann noch hatte, die habe ich ihm damit geraubt. Aber es ging ganz gut eigentlich, ne? Ja, also, aber das Schleifen, so die Schleifen der, ist schon ein bisschen. Schleifen ist schon gut. Aber Füller ist es ja in dem Sinne nicht, glaube ich, gewesen, das was drauf ist. Spritzspachtel, war Spritzspachtel-mäßig, ne? Durchsichtiger Spritzspachtel, so von Car System halt, naja. Ich find's auch fit. Ja, sieht mega aus. Ja. Endlich ist das Schiebedach weg. So, kann ich wieder rausfliegen. Jetzt warten wir kurz auf Ron und dann geht's mit mir in den Raum weiter. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja. Ich muss erstmal ein Riesenlob und Danke aussprechen. Ich habe selten zwei so Typen gefunden wie euch beiden, die so motiviert, zuverlässig und einfach cool drauf sind. Weil was die in den beiden letzten Wochen immer abgeliefert haben, ist wirklich schon respektabel. Ja, wie das jetzt hierher fahren und so, ne? Muss man einfach mal sagen, weil man lernt ja viele Leute immer kennen, aber meistens ist es dann so, ja, viele wissen, wie es dann so endet, aber hier ist ja wirklich immer kein Ende in Sicht, ne? Nee. Weil das sind nämlich sogar gar nicht unbedingt immer meine Spinner-Ideen oder Maris Spinner-Ideen, sondern die haben genauso viele Spinner-Ideen und setzen es dann auch noch immer ratzfatz nochmal schnell um, ne? Ja, manche Sachen passieren halt so beim Machen. So zufällig. Ja. Kenn ich. Passiert einfach. Flext man nochmal irgendwo rein, ist noch da und so weiter. Passiert. Bei diesem Auto haben wir jetzt ja leider gar nicht so viel Fläche, wo man was machen kann. Nee, Gott sei Dank. So. Eigentlich nur ein bisschen Sitz, also auch nur einen halben Sitz. Ja. Prinzipiell. Und ein Armaturenbrett. Weil, es kommt ja auch gar nicht mehr rein. Also ist ja wirklich nur Sitz, Armaturenbrett. Türen, mal gucken, wissen wir noch nicht ganz, wie, wo, was da mit Pappen und so weiter. Himmel kommt definitiv nicht rein, hinten kommt auch nichts rein. Ja, war's nicht. Somit hat man nicht viel Fläche. Ne? Ja, dann lasst uns mal loslegen. Wir gucken mal, was hier so vorbereitet wurde. Also wir hatten noch diesen Carbon-Sitz über. Das hatten wir euch ja schon mal kurz gezeigt. Nee, hatten wir das gezeigt? Nee, das hatten wir nur bei JP in dem Video gezeigt, wo er bei uns war durch Zufall. Und da hat Ron erstmal direkt ein paar neue Kissen für gemacht. Und krass ist, was so ein Kissen einfach ausmacht. Ne? Ah, da ist sogar das Logo drin, sehe ich gerade. Ne? Das ist ja gerade das Geile. Also ich will das Logo auf jeden Fall nochmal auf Unterhosen haben. Ich finde, das passt irgendwie. Schön eigentlich. Nee, ich könnte mir das auch vorstellen, so eine Unterhose oder nur so, finde ich irgendwie geil. Ja, ich finde das auch. Ich würde mir ins Wohnzimmer so ein ganzes Sofa stellen mit dem. Ja, aber der Sitz ergibt dir nicht viel her. Ja, du kannst sonst mit dem Sitz mit den Mittelbahnen echt viel spielen und irgendwelche Rauten oder Waben aufstecken. Aber der gibt dir nichts her. Und da haben wir halt die Überlegung, wir lasern das einfach ein. Wobei ich Rauten und Waben zu dem Sitz auch nicht passen. Nein, passt gar nicht. Aber ich denke, das ist so ein schönes... schon völlig geil. Ja, ist schon mega. Das ist wirklich so, das ist wieder so, wo hatten wir das noch beim Abarth, wenn du mit wenig Aufwand ein x-faches an Ergebnis rausholst. Ne? Ja. Weil wenn ich mir jetzt überlege, da irgendwie so ein langweiliges Kissen reinzumachen oder wie auch immer, alleine nur, weil es so ein bisschen so ergonomisch alles geformt ist auch, ne, sieht das gleich ganz anders aus.
Gemütlicher wird er davon nicht, aber... Wobei ich ihn schon generell recht gemütlich fand eigentlich, ne? Ja, aber ich glaube jetzt nach einem Jahr muss ich, weiß ich nicht, ob das noch so passt. Wollen wir mal gucken. Ja, nach den letzten Wochen auf jeden Fall. So, und dann musste natürlich auch ein Amateur machen. Ja, das ist ein Vortrag. Ich habe selber noch gar nicht gesehen. So, und da war nämlich Schritt 1. Ron hatte sich dann spontan überlegt, er nimmt lieber ein hartes. Genau. Also nicht eins, was original mit Kunstleder bezogen ist. Ist das Kunstleder oder was ist das? Das ist ein Original, das ist so eine Kunststofffolie, so eine ABS-Folie. Sondern eins, was plastikmäßig hart ist, ja, weil das tatsächlich ein paar Kilos leichter war. 2,5 Kilo. Ja, immerhin. Ich bleib bei meinen 799 Kilo mit. Oh, ja, das wird schwer werden, aber... Aber guck mal, Ron hat extra den Schubdeckel separat bezogen, falls wir doch mal wieder mit Schub. Genau. Hätte man jetzt auch zumachen können, aber ich denke, das ist so ein bisschen... Ich finde das gerade geil, auch mit den Luftdüsen. Nee, dass du bei 300 nochmal einen Overboost ziehen kannst. Also die Überlegung war auch, die Luftdüsen noch mit Alcantara zu besiegen. Das glaube ich jetzt ein bisschen... Ja, ich finde das super so. Ich finde das so auch perfekt. Also, ich finde auch mega, dass es nur eine, also nur diese Naht ist. Das ist ein Traum so, wirklich. Also Luftdüsen zu, hätte mir auch nicht gefallen, ist irgendwie zu clean. Nicht zu, aber auch bezogen... Ist dann auch irgendwie too much, weil es soll ja schon noch ein Rennauto bleiben, ne? Und kein... Ja, dann ist es nachher wirklich nur noch Ton in Ton, ja. Also hier, die Naht ist wirklich eine Optik oder musst du hier eh eine Naht hin? Da musst du eine. Musst du eine. Also alle, die da sind, also die Orangene, die Schwarze hier oben drauf, genauso wie die am Rand, die müssen da sein. Und wir haben uns dazu entschlossen, jetzt nicht alle orange zu machen, weil die Nahtführung teilweise, ich glaube, das wäre nicht gut aussehen. Nee, ich finde es perfekt so. Ich finde es auch gerade so, diesen Tacho so einzufassen, finde ich auch perfekt. Das ist das der gleiche Farbton, wie ich in der Limo innen habe? Nee. Dunkler? Du hast dunkelgrau. Alcantara ist immer, man muss es immer anfassen. Ja. Ja, und man muss halt die Strichrichtung, ne? Ja. Das ist wie so ein Hund. Wenn er siehst, musst du streicheln. Also Strichrichtung ist immer bei Alcantara wichtig, wenn du zwei Teile aneinander nimmst und du wirklich eine Sicht durch hast. Weil sonst, so, genau. Aber das ist so bei einem Atombrett so gut wie unmöglich, weil die verlässt sich ja. Da drüben verlässt sie sich ja schon. Boah, ich hoffe nur, dass die. Passen. Ah, das warst du. Ja, ich weiß, das war ich, aber... Und okay, das ist schwarz, genau. Aber kein tiefschwarz. Nein. Also tiefschwarz wäre richtig tiefschwarz. Also ist wie der Luftdurchströmer, der ist tiefschwarz. Mhm. Haben wir schon mal irgendwo tiefschwarz gemacht? Nein, ne, immer noch nicht. Ne? Bin ich auch der Meinung, das sieht... Sieht zu dreckig alt aus. Ja, in einem VW sieht das nicht gut aus. Mhm. Also bei so die Japaner, da ist viel, viel tiefschwarz. Da sind die Lenkräder auch meistens tiefschwarz. Da würdest du den Unterschied extrem sehen. Die Armaturenräder sind richtig schwarz. Mhm. Wenn du da jetzt aber ein schwarzes Alcantara machst. Das Ding zum Beispiel, geht das raus oder musst du da drum? Mach ich doch, ne? Da. Oh. Die gehen nicht raus. Das ist von hinten komplett verschweißt. Ja. Okay, das heißt, du musst wirklich dir erstmal das grob zurecht. Naja, also nähen. Hier geht's. Hier ist eine Sicke ringsrum. Da konnte ich offenkantig schneiden. Und das heißt, du machst Sprühkleber drauf und schneidest es dann aus. Ja. Und vorher abgeklebt. Damit wird das nicht alles einsammeln mit Kleber und dann. Oh. Wie lange sitzt man zum Armatur ungefähr so? Es kommt drauf an. Also mit Schablonen machen maximal 3 Tage. Oh, bei 3 Tagen. Also da muss man sich aber schon ein bisschen Zeit lassen. So, aber wenn ihr denkt, das war jetzt schon alles, nein, selbst hier wurde trotzdem bei diesem Armaturenbrett noch weiter geupgradet, weil hier ist normalerweise ja noch so eine Leiste lang bei dem harten Armaturenbrett. Genau. Bei dem harten Armaturenbrett ist hier, also bei dem weichen Armaturenbrett ist hier die Chromleiste drin. Die hat das harte Armaturenbrett nicht. Hier jetzt aber 2 so eine Sicken drin zu haben, das fanden wir irgendwie nicht schön. Mhm. Dann haben wir die obere davon einfach gecleant. Ja. Das heißt, es gibt nur noch diese eine Sicke, die dann so schön... Ja. Nee, sieht einfach nur oberschief aus. Eigentlich zu schade. Du schmeißt das Ding jetzt auf jeden Fall erstmal rein. Vor allem, das wird gleich in dem weißen Auto noch viel krasser aus. Wenn es passt, ja. Die Ausschnitte habe ich gemacht. Das wird Mutter hast du? Hast du die andere? Ich habe die andere. Okay. Ich habe hinterher so drüber nachgedacht, man hätte das hier auch schwarz lackieren können. Nee. Aber nee? Nee. Es sieht so Affentippen geil aus. Du kommst nicht an? Das war ja genau der Punkt, den ich am Abarth... Weißt du, ein Theorisch reicht, ne? Finde ich am Abarth am allergeilsten, wenn man an diesem bezogenen Armaturenbrett vorbeiguckt und sieht, dass dahinter einfach noch alles geil weiß lackiert ist. Dass da kein Sprühkleber von früher ist, dass da nicht irgendwie Wachs ist oder irgendwie sowas. Ja, das fällt hier natürlich aus, hier kommt ja nachher noch die... Die habe ich dabei. Sogar. Aber. So. Ja, klar, du kriegst ja trotzdem so auf. Ich finde das genauso geil. Ich finde, das passt wieder zu dieser weißen Badewanne, weißt du? Ja, ich hole die mal schnell, stellt ihr mal, könnt ihr mal einen Sitz anstellen. Ja, ich darf den schönen sauberen Innenraum wieder zermacken jetzt hier. Da wiegt ja zum Glück nichts. Also, jetzt würde den da drauf stellen. Wobei die jetzt keine Bereicherung sind. Die muss ich erstmal Eis strahlen oder so. Ich bin mir jetzt gerade auch gar nicht sicher, ob ich die richtigen gegriffen habe. Ja, so ungefähr. Ja, aber so ungefähr. Die muss, oder magst du mir die nochmal über?
Also fast. Darfst du da selber draufschieben auf den Halter? Ja. Pornös! So. Symbolisch. Also ich weiß, es ist ja wirklich immer einfach geisteskrank, ein eigentliches Rennauto sich schön zu bauen, aber das macht uns halt einfach irgendwie aus. Ja, und ich meine, der Effekt ist halt, letztendlich sieht es ja nach Rennsport aus. Ja, aber eigentlich ist Ziel von diesem Auto 350 zu fahren. Mhm. Dann macht's jetzt nochmal. Philipp Kess 2021. Nein, Spaß. Aber so reißt man jeden Tag mit einem Lächeln die Tür auf. Und das ist es einfach wert. So, pass auf, weil wir sind erst am Anfang. Also wir machen erst mal Step 2. Dann hat sich Ron gedacht, wenn wir jetzt schon alles machen, sieht ja irgendwie das Lenkrad scheiße aus. Ja. So, dann ist es dicker geworden, ne? Nicht dicker? Fühlt sich aber dicker. Für mich kann es ja immer nicht fett genug sein, ne? Ich bin Mühe. Also, beim Lenkrad jetzt mal. Ich mag irgendwie so dicke Lenker. Ich hab das ja, aber es ist... Ja, also zu dünn ist auf jeden Fall. Ja, die 12 Uhr ist auf jeden Fall so, absolut. Jetzt kommt hier wieder, spezial. 12 Uhr war gestern. Jetzt ist 12 Uhr mit 64 Löchern drin. Sieht irgendwie noch ein bisschen moderner aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Also klassisch orange hätte man jetzt auch machen können. Ich finde es geil, dass irgendwie mal auch sowas anderes ist. Absolut. Ich finde es auch geil. Ich finde es auch krass. Ist halt nicht so extrem aufdringlich. Ja. Wie du das so auch von hinten, also manchmal sehen Lenkräder ja von hinten irgendwie... Das ist schon pornös. Ja. Vor allem, was halt hier mit geil ist, weiß ich jetzt schon, weil du guckst halt von hier, guckst du da immer drauf, so, ne? Ja. So sieht man diese 12 Uhr Stellung an. Auf der Messe guckst du da ja aber nicht drauf, deswegen hat Ron sogar noch einen Gürtel gemacht. Oder ein Halsband. Wieso? Weil der gerade noch drin ist. Nee, da können wir seinen Käfig damit hängen. Genau. Ach du Scheiße. Ich dachte, jetzt ist echt ein Gürtel für Marius hier. Hat auch als Sturmband benutzen, was möchte. Deswegen sagte ich, der Nagel sitzt relativ tief. Ja, der ist doll drin. Ja, aber letztendlich, wo willst du mit dem Lenkrad hin? Ja, du kannst es ja nicht. Jetzt hängen wir das echt da so? Ja, da. So ein Käfig hängen, ja. Ja, die Nummer Lenkrad, ich schiebe also, das. Ja, ich weiß nicht, ob er durchpasst, das weiß ich nicht. Doch, da finde ich schon eine Stelle, wo er durchpasst. Also der Nagel im Kopf ist so groß, wir waren erst überlegt, ob wir noch einen Schuss anbauen oder sowas. Ach so, damit es keiner klaut. Ja, das wäre doch, aber ich hoffe, da klaut keiner was. Alter, mit Druckknöpfen. Vor allem, ich will mir nicht wissen, wie lange ihr euch Gedanken gemacht habt, wie lang das sein soll. 2 Sekunden. Echt? Ja, es gibt Entscheidungen, die passieren einfach. Nee, ich hätte jetzt gedacht, einmal so zum Auto gegangen, gemessen. Ja, nein, gar nicht. Das war mit dem Maß. Nicht, dass es nämlich auch einmal hier oben hängt oder unten hängt. Es war wirklich ganz stumpf im Maßband, einfach so eine Schlaufe gelegt und dann geguckt, ja, gut, passt. Das könnte für meine Tochter als Gürtel auch vielleicht gut sein. Ja. Aber es ist wie mit so einer Vorstellung, manche Sachen, die passieren einfach. Ich habe jetzt überlegt, ob wir Dreiecke nehmen, aber nee. Cool, jetzt müssen wir das fast sogar mit Absicht suchen. Ja, mega. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall beiden dafür schon mal. So, wer denkt, das war's schon? Dann noch nicht ausschalten, weil jetzt kommt noch. Ja, jetzt kommt noch. Ich hab selber auch noch gar nicht. Wir müssen kurz ein bisschen basteln, aber. Okay, wir sind gleich wieder. Steck mal da drin. Ja, wenn man denkt, mehr geht nicht, dann haut Ron nochmal hier rein. Ich habe schon überlegt, wir können das bestimmt auf irgendeine Funktion von der EMU legen. Bin mir noch nicht sicher, was wir machen. Schaltblitz. Irgendwie Schaltblitz oder irgendwie Klopfen oder Abgastemperatur. Oder, ja, so als, oder geil wäre, wenn es bei 300 angeht. So, dass du immer weißt, 300, alles klar. Jetzt 5. Richtig gut. Aber das ist ja eigentlich ein Deckel. Das heißt, ihr habt das in den Deckel reingefritzt? Ja, genau, wir haben den kompletten Handschuhfachdeckel zerlegt, wie immer, vorbeziehen. Das sind ja meistens 2 Hälften. Das Schloss raus, das Ding in Laser geschmissen, Kontur ausgelasert und dann nochmal aus Plexiglas nochmal die Schrift ausgelasert. Das ist dann nochmal ein bisschen ausgefeilt, dann bezogen, dann reingedrückt, dann LED-Streifen dahinter und was dann gut, ja. Kurzfassung. Aber dein Laser kann das Plastik richtig durchschneiden, ja. Ja, also als du mir das Ding angeschickt hast, war ich auch wirklich... Ja, ne, wir hatten ja ursprünglich mal kurz die Überlegung, ob wir irgendwie auf einem Atombrett Alois einlasern oder so, ja. Aber das fand nur irgendwie... Das sieht aus der Fläche wohin, das nimmst du nachher nicht mehr wahr. Ja, vor allem wenn es aus ist, nimmt man es auch nicht wahr. Und man kann es halt so Spaß aber anmachen. Genau. Und so hast du halt nochmal eine kleine Spielerei. Es war erst ein Weiß drin, aber das war ein bisschen drüber, fand ich. Hm. Also das weiße Plexiglas drin. Krass. War schwierig. Und dann ist mega so. Witziges Gimmick auf jeden Fall. Ja, aber wenn es aus ist, denkt man, es ist weiß gestickt oder so oder grau gestickt. Ja, das hat so einen leichten Effekt. Es ist auch von hinten orange hinterlegt, damit es trotzdem so ein bisschen orange wirkt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich kann auch nur sagen, bekloppten Ideen. Vielen, vielen Dank an alle Beteiligten hier. Ja, ich auch nochmal an dieser Stelle. Sowohl Max als auch euch beiden. Wenn alles gut läuft, seht ihr uns mit dem Auto auf der Essen Motor Show. Sind ja wilde Zeiten, man weiß ja nie, was noch in den nächsten Tagen so passieren kann. Auto ist soweit vorbereitet? Ja, sitzt noch Fischschrauben, wäre gut. Genau, ein paar Kleinigkeiten werden noch rankommen. Das Auto steht natürlich so, wie es hier ist am Ende da. Das heißt, ihr könnt, vielleicht heben wir es auch ein bisschen an.
Ja, dass man so ein bisschen runtergucken kann, wie krass das alles lackiert ist und geil aussieht. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich denke, dieses Jahr ist ein Motorshow mit den Fahrzeugen auf dem Stand, müssen wir uns nicht mit der Qualität auf jeden Fall nicht verstecken, denke ich. Ich glaube auch nicht. Feierabend, bis zum nächsten Mal. Ciao.